Guten Tag, mein Name ist Christian Kassler, ich bin Programmierer und habe das Programm geschrieben, CKs Biorhythmusprogramm, und will ich das heute kurz vorstellen. Zunächst einmal könnt ihr hier natürlich Personen anlegen und könnt hier das Geburtsdatum eingeben. Und dann könnt ihr hier auf Analysieren klicken und könnt hier den Biorhythmus anzeigen lassen für das eingestellte Datum. Ihr könnt hier die einzelnen Kurven auch separat euch anzeigen lassen. Also im Prinzip zum Beispiel jetzt hier die intellektuelle Verfassung. Wäre jetzt an dem Tag eben gerade hier so in der Mitte mehr, aber gerade am steigenden, am Aufsteigen. Hier wäre dann das Maximum, wäre dann hier praktisch ein paar Tage später. Zum Beispiel jetzt die emotionale Verfassung wäre jetzt hier gerade ziemlich am Tiefpunkt. Aber dafür geht es jetzt die nächsten Tage natürlich auch nach oben. Die intuitive Verfassung wäre jetzt gerade auch gerade erst wieder vom Boden hier ansteigend. Ja, das waren die vier Verfassungen. Also man kann jetzt hier natürlich den Tag wählen, auch einen anderen Monat oder ein anderes Jahr. So, und man kann das ganze Sachen kann man ausdrucken. Und man kann jetzt hier auch kann man das hier auch im Prinzip mit einer anderen Person vergleichen. So, zum Beispiel. So. Ich kann jetzt hier einzeln reingehen in so eine bei so einer Person. Ich gehe jetzt mal aufs aktuelle Datum. So. So, oder man kann jetzt hier eben sagen, vergleichen, wo ich zwei Personen sagen kann, okay, wie ist die Übereinstimmung der Kurven? Im Grunde genommen, hier ist eine durchschnittliche Übereinstimmung von 50%, intuitiv ist es 74%, also ziemlich hoch. Intellektuell ist es nur 33%, also eher niedrig, und emotional und physisch eher durchschnittlich. So. Genau. Dann wird hier nochmal kurz erklärt, dass es eben vier Biorhythmuszyklen gibt. Den physischen, emotionalen, intellektuellen und intuitiven Zyklus. Und dass der Zyklus bei der Geburt beginnt und immer 23, 28, 33 oder 38 Tage praktisch dauert. Man kann ja auch mal das sich angucken, indem man jetzt einfach mal hier im Prinzip zum Geburtstermin geht. So 81 April, 8. April. Und da sieht man, dass alle vier Kurven im Prinzip an dem Tag starten mit der Geburt. Und dann haben wir alle Kurven ihren eigenen Zyklus. Eben von 23 bis 28 Tagen. Genau. So, das waren eigentlich die Funktionen des Programms. Ich habe ja über 200 Programme auf meiner Webseite. Wenn euch das interessiert, dann abonniert den Kanal. Ich stelle ja jetzt praktisch jeden Tag Programme vor. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.